Ja, hallo und herzlich willkommen auf MTG irgendwas. Wir kommentieren ein Gameplay. Mein Name ist Frederik, bei mir ist der Dominik. Und wir sehen heute grüne Männchen gegen rote Männchen. Ja. Elfen gegen Moonstompy. Grüne Männchen gegen rote Walls. Ja, im Endeffekt. Prison gegen Combo Deck. So, das sah nach einem Mulligan bei den Elfen aus. Ja. Wer hat denn den Forest unterschrieben, Hummer? Gibt da, glaube ich, so einen Elfenspieler, den ein paar Leute kennen. Julian. Der Gute. Ja. Ja, klassischer Start von Elfen, ne? Erstmal rampen und dann mal schauen, was passiert. Und ich glaube, da wird noch auf das Shuffle gewartet. Oder auch nicht. Hat er gerade zu Beginn des Turns gezogen? Weiß ich nicht. Naja, ist er auch. Spielt, glaube ich, auch nicht so. So, Shell ist auf 1 vom Moon, ne? Ja. Klassischer Start. Ach ja. Ja, Matchup, ne? Eigentlich war das ganz gut bis dato. Und dann kam dieser neue komische Elf. Es ist eigentlich ganz schlecht. Für den er jetzt noch Green Sun Zenithen kann. Ja, ne? Klar, ja, er hat jetzt einen Win-Outlet im Green Sun Zenith, der durch Chalice auf 1 kommt, sowohl über Green Sun Zenith als auch im Cast. Okay. Super. Klingt voll nach dem Plan. Okay. Aha, Once Upon a Time. Gut, aber immerhin ist es ja jetzt mal, es blockt ja jetzt erstmal irgendwie den Early Onslaught, ne? Ja, es muss halt erstmal was kommen, um die was Chalice hat er da? Das ist Green Sun. Green Sun. Eine Dryad sehe ich. Aber er darf ja nur eine Land oder Creature Land nehmen, Land oder ne? Creature, genau. Und der Basti kann auch echt irgendwie die Hand komisch halten, habe ich gesagt. Ja, es gibt Dryad, 2 Zeniten, ein Kraterhof, oh, sein Pet-Tier und ein Heritage. Mhm. Oh, der Heritage nützt ja gerade, nützt ja gerade nicht so viel. Nee, gerade macht der nicht so viel, aber man kann den halt einfach auch im Dings auf der Hand behalten. Ne? Dann macht er halt irgendwann eine Menge. Und er nimmt auch den Heritage. Ja, macht am meisten Sinn. Die Dryads sind halt so lala. Und den Kraterhof willst du nicht auf der Hand haben. Mhm. Eigentlich. So. Ja, gut. Dann ist jetzt die Frage, welche Möglichkeiten hat jetzt Moonstompy irgendwie dann zügig das Spiel zu beenden? Karn hat er auf der Hand. Aber die Mana. Das Mana sagt jetzt gerade halt erstmal maximal ein Goblin. Nächste Runde. Mhm. Oder eine Trinisphäre. Trinisphäre wäre halt okay. Der Elfenspieler hat halt 3 Mana, deswegen ist das nicht so. Von Natural Order sich. In Order, Wildwood, mehr Länder. Ja, dann. Schauen wir mal. Ja, gut, da kommt jetzt erstmal nichts. Nee, aber nächste Runde kommt safe ein Khan. Oder ein Chandra? Warte, hat er einen Chandra? Das ist jetzt halt die Frage, ne? Ob man jetzt zum Beispiel noch einen Stomp auf der Hand hat, den man benutzen kann. Da gibt es ja jetzt ein paar Wege, noch was zu machen. Nächste Dryad. Okay. Okay, der hat den zweiten Forest, glaube ich, auf der Hand. Also kann er da eh nichts mehr machen. Also eh nichts anderes mehr suchen. Ja. Ja, außerdem der Bio wird da ja wahrscheinlich für Abrupt Decay drin. Ja, Bio ist drin, aber ob er jetzt die Dryad sucht oder das Bio, wenn ein Moon kommt, ist egal. Ja. Da ist ein Bio. Elfisch Dingens. Visionary, genau. Mhm. Hä? Jo. Trigger. Green Suns gezogen. Oh. Ja. Ich sehe, ich glaube, ich weiß, was jetzt passiert. Ja gut, dann kommt Green Sun für 1. Ja, Green Sun für 1 auf den Kackelfen und dann... Ab dafür. Ja, dürfte passieren. Dann bin ich jetzt mal gespannt. Noch ein Fetch. Oder? Ich meine, er hat noch einen Forest in der Hand. Okay, einfach nur angegriffen. Ja, weil er sowieso mit dem Shepard nichts mehr machen kann.
Nein, Shepard jetzt spielt, ist er offen für Removal. Wenn er in nächste Runde legt, dann kann er wenigstens eine Sache durchcasten durch die Chalice. Ja, das stimmt schon, ne? Oh, kann er nicht, weil, ja gut, wenn Sorcery Speed Removal ist, ja, ist schon korrekt. Da kommt jetzt für 3 ein Moon, der kommt ein bisschen spät. Ja, kannst du Fetchland halt jetzt in Mountain verwandeln, ne? Und vorher nochmal Deck ausdünnen. Mir passiert da jetzt wahrscheinlich auch nicht. Decay war, glaube ich, nicht Main. Nee. Da bin ich mir auch ziemlich sicher, dass Elfen das nicht Main spielen. Ist der Combo nicht förderlich. Na, und die Hate Pieces laufen ja jetzt nicht rum, dass man das Main spielen müsste. Ja. Jetzt haben wir noch einen Wald und der Rest sind Mountains. Ja, und einen Wald hat er auf der Hand, ist das so. Ja. Okay, beim Moonspieler halt. Wie viel Leben hat er? 19, aber der hat doch gerade. Ah, gut, der hat das krass erstmal angegriffen. Ja, und den anderen Bayou hat er auch auf der Hand. Ich müsste mal mehr auf die Hände achten. Ja, ist jetzt die Frage, was jetzt kommt. Er hat ja den Zeniten auf der Hand, also kann er theoretisch in den Elfen-Zeniten. Die Frage ist, was nützt ihm das? Dann hat er den Heritage auf der Hand. Er hat jetzt wie viel Schaden auf dem Board? 3. 3 Kreaturen, ist jetzt die Frage. Ja, Greenstone für 1. Wahrscheinlich, ja, der Shepard. Die schon angesprochene Kreatur mit einem Mana 1-1 kann nicht gecountert werden, coole Spells können nicht gecountert werden. Jetzt macht die Chalice natürlich richtig Spaß. Und für 6 Mana ein Mini. Der kann selber auch nicht gecountert werden, das heißt, er ist auch noch Chalice-proofed. Der ist selber Chalice-proofed und macht alle grünen Spells Chalice-proofed. Das macht den so bescheuert. Okay. Wenn der sagen würde Creature-Spells, wäre der nur halb so gut. Dann ist ja Glimpse auch Chalice-proofed. Da wird jetzt, glaube ich, dran gedacht, dass... Ja. Er lieber einen Forest legen sollte, weil sonst hat er kein grünes Mana. Ja, ne? Und jetzt hat er 3. Oh, das bricht ja quasi das komplette Lockpiece. Das ist genau, das bricht jetzt das komplette Lockpiece vom Stompy und das theoretisch ist das Einzige, was Stompy jetzt Main im Board hat, oder generell im Board hat gegen Elfen, sind die Trinisphären. Und die Bridge, um die Wincon zu... Ja, aber die... Bridge ist halt auch nur ein Weg, wenn die... Wird er ja auch dann los mit Reclamation Sage. Ist denn nur im Sideboard? Krass. Also Rack Sage das, ist nur also Rack Sage, ja, okay, macht zumindest das Game 1 relativ solide. Du malst nicht auf die Chalice. Du malst auf den... Auf den Turn 1 Moon on the play. Oder halt auf Trinisphäre oder Bridge. Jetzt fängt er hier an zu drawen. Dann Replay. Nee, doch. Replay. Klar. Draw a card. Ludwig. Jetzt zieht er eine Karte. Jetzt hat er noch einen Bayerwood zum Bioten gezogen. Jo. Kann er wieder bouncen? Kann wieder einen Elf enttappen? Ja, aber dann hat er keine 3 Elfen auf dem Board. Stimmt. Da wird gebetet für ein Dudes Top Deck. Ah, jetzt die Fiery Confluence wäre jetzt halt nice, ne? Rüstet halt erstmal alles ab. 2 Elfen werden gesichert, aber. So wie ich das Top Deck vom Aber dann müsste er jetzt auch noch ein Land haben, ne? Er hat jetzt ein Blood Moon gespielt, das heißt, jetzt haben wir auch wieder nur 3 Mana, also. Ja, und jetzt gleich werden wir wahrscheinlich sehen, weswegen der Elf noch so bescheuert ist, weil ich habe eine Bridge gesehen und du kannst jetzt die Bridge zwar spielen, aber sie nützt dir nichts. Der greift an und im Attacker-Declare macht er einfach die Elfen groß und dann kriegst du trotzdem 15 Schaden zwischen die Rippen. Okay. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, der muss nur ein Land ziehen, dann kann er den Move machen. Oh. Ich meine, selbst der Khan hätte jetzt auch nichts genützt. Die Chandra nützt jetzt auch nichts. Durch die Wildwood-Symbioten nützen die Bonecrusher-Giant nichts. Als Spot-Removal mit Stomp. Ist halt jetzt echt schwierig, ne?
dann nicht End of Turn gebounced. Wie viel kostet das, die alle in 5-5er zu verwandeln? 6 Mana, deswegen hat das Land auf der Hand. Er kann jetzt, kann jetzt quasi mit allem reinhalten. Mhm. Kann die, nur die Elfen auf 5-5 pushen. Und ja. Dann greift er mit allem ja an. Geht 1, alles noch unter 15, der Bridge 16, durch? 16, 17, ja, genau. Das ist nämlich jetzt das Problem. Jetzt hat er, macht er die 17 zu 5-5. Ja, gut, das geht auf 2 Leben runter und das ist dann eigentlich GG. Ja. 2 Karns auf der Hand beim Stompy-Spieler. Uiuiuiuiuiui. Gut, okay, das ist ja, jetzt ja eindrucksvoll der Beweis, warum Elfen ein Deck wieder ist. Ja, wegen einer Karte. Keiner einzigen. Ja gut, aber es ist halt wie bei Whale of Summer und vielen anderen Karten, die gerade geprintet werden wurden. Es ist einfach zu viel Power in einer einzigen Karte und es benötigt keine Synergie mehr, weil die Karte es einfach selber alles kann. Ja, und also der wäre nur halb so broken, wenn er kein Elf wäre. Ja, okay, macht auch Sinn. Dann kannst du den Synergie safen. Ja. Er synergiert halt wieder mit rein, ja. Er synergiert da schön in die ins Deck mit rein, wenn der ein Dino wäre, wäre der nur halb so gut gefühlt. Mhm. Ja, Stompy kann ich aus eigenem, weil ich ja auch spiele, kann ich sagen, Sideboard brauchst du nichts. Sideboard besteht aus Leylines, 2 Blasts und ja, einer großen Chandra, also der 6-Mana-Chandra und der Rest ist Tutoring für Khan. Okay. Da brauchst du nichts boarden. Was die Chancen dann ja fürs nächste Spiel noch nicht besser macht. Hier ist auch offensichtlich ein Mulligan genommen worden. Er hat nämlich nur noch 4 Karten in der Hand. Ja, yep. Mulligan auf 5 ist dann auch noch schlecht. Ja, 4 Karten in der Hand. Da ist nächste Runde ein Rebel Master und dann muss man einfach hoffen, dass irgendwas passiert. Und das ist es halt. Also du hast von deinen eigentlichen Hate-Pieces hast du nur noch die Trinisphäre übrig und halt den frühen Moon, um überhaupt was reißen zu können gegen Elfen. So, und Elfen können halt mittlerweile nicht mehr so stringent Turn 2, aber sehr, 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 sehr gut Turn safe Turn 3 halt ausmachen. Ja. Das ist dann halt nicht mehr so schön. Ja, pretty strong. Muss ich zugeben an der Stelle, die Stärke von dem Deck habe ich unterschätzt an der Stelle. Mhm. Würdest du denn jetzt auch sagen, dass generell Moon Stompy aktuell nicht mehr so stark ist wie vielleicht noch vor einem Jahr? Das ist schwierig. Es kommt halt auch immer drauf an, welche Meta du reinspielst. Weil du hast trotzdem immer noch Decks, die du kriegen kannst, die Probleme mit Moon Stompy haben. Okay, wogegen bist du favored mit Moon Stompy? Ja, Doomsday rasierst du so weg. Je nachdem, wie der Spielverlauf ist, die ganzen blauen Stompy-Decks sind okay. Also du meinst die Delver-Matchups dann? Ne, die blauen Stompy-Decks mit dem Ja, du meinst Ursa, Nazet, genau. Echo. Weil die halt viel auch über Artefakte agieren. Wenn du früh den Khan rauskriegst, passiert da nicht mehr viel. Generell Delver-Matchups immer noch okay. Und je nachdem, was für ein Control-Deck du abkriegst, kannst du die halt auch noch relativ gut kassieren. Und es kommt halt immer auf die Moon-Liste an. Also wenn du weißt, du spielst eine Control-Liste rein, dann schmeißt du halt die ganzen Sachen raus, die du nicht brauchst. Nimmst zum Beispiel zweimal die 6-Mana-Chandra mit rein. Mhm. Du weißt selber, wie toll die sich countern lässt. Ne? Das ist eine fantastische Karte zum Countern. Forst man immer wieder gerne an der Stelle. Ja. Hier auch danke Fuhr, es war ein sehr, sehr schönes Erlebnis. Der hat ja mal versucht, die zu forcen. Ja, der hat auch eigener Leopold, das auch, sag ich da nur, ist einfach eine schöne Sache. Man muss halt nur an die Trigger erinnern, das hilft. Ja, ja, jetzt beim Elfenspieler halt wieder nur ein grünes Mana. Ich habe nicht das Gefühl, dass das so relevant ist, der Blood Moon gerade gegen die Elfen. Nee, die können halt dadurch, dass sie halt so viele Mana-Elfen drin haben, also gerade der Heritage Druid, der macht da halt einfach mal komplett, macht das mal komplett egal. Und jetzt der Quirin Ranger halt auch, also generiert er einfach 2 grüne Mana. Da sieht man auch die Rexage auf der Hand, das heißt, wenn der jetzt ein Hate Piece drops, ist das eh egal. Ja. Krass. Ist mittlerweile gegen Elfen echt schwierig. Du kannst halt immer noch mit Moon sowas bekriegen wie, wie gesagt, Ad Nauseum.
Also die ganzen, du meinst jetzt die ganzen Fast-Combo-Decks im Endeffekt? Fast-Combo-Decks im Endeffekt, viele, die du, ja okay, bei All Spells weiß ich tatsächlich noch nicht mal, ob das so gut ist. Weil wenn die on the play sind, ja, und ich aber wir reden jetzt von den, wir reden jetzt von den viel gespielten in Richtung Doomsday, ja. Tess, ANT. Also Doomsday, Tess, ANT nehme ich gerne. Die klassischen Storm-Decks. Genau, weil die halt auch viel mit Spells auf CMC1 agieren. Mhm. Gut, die kriegen dann trotzdem noch ihren Storm zusammen, die kriegen aber dann nichts aus den Spells raus. Die agieren, oder viele davon agieren halt auch mit LED, die der Khan abschaltet. Gut, die Leylines sind bei denen mittlerweile relativ irrelevant, weil die alle nicht mehr so wirklich über den Friedhof agieren. Aber das ist ja eh nur Sideboard. Oder halt die Tom-Script, die man tutoren kann. Also du hast immer noch sehr, sehr gute Matchups oder sehr, sehr dankbare Matchups. Und Doomsday ist halt auch einfach gerade Tier 1. Ne? Das ist ja, aber Elfen ist halt mittlerweile durch den einen Print echt ätzend geworden. Stellt sich die Frage der Trifecta, ist es jetzt so, also Doomsday wäre ja in der Regel ein gutes Matchup für Elfen, würde ich jetzt mal an, ja, für gegen Elfen zu spielen, weil da macht Elfen einfach nicht so viel gegen dann, denke ich. Wenn du schnell genug bist mit Doomsday, das ist immer ja, die Frage. Ne? Das ist die Frage und das ist halt bei Doomsday mittlerweile auch immer so der Fall. Ja, ja, das habe ich jetzt online auch ein paar Mal erlebt. Die sind dann halt nicht die brauchen schon auch mal Turn 3 und dann müssen sie einen Zug nochmal abgeben. Das ist ja. Ja, und das ist halt genau das, der Punkt, wo Moon Stompy dann halt einfach profitiert, weil wenn die ihr Doomsday gespielt haben und du legst denen eine Tringesphäre hin, machen die gar nichts mehr. Ja. Oder halt andere Sachen, die du machen kannst. Genauso wie mit den Ursa-Sachen, wenn die Echo Ians aus dem Friedhof casten und die haben noch keine Narset liegen, freust du den Keks, weil du eh meistens Turn 1 so 3 bis 4 Karten wegkopst. Und du quasi deine Hand aufgefüllt bekommst. Genau, und du bekommst im Endeffekt meistens nur Headpieces. Ja. So, jetzt wird hier fröhlich munter Solitär gespielt vom Sebastian. Mhm. Aber das wissen wir ja, dass er sehr gerne an sich alleine rumspielt. Ja. Oh, Assassin's Trophy, um die Länder zu befreien, damit er dann im Endeffekt jetzt die Cradle auch hat. Ja, weil hat die gerade 4 Mana generiert. Genau. Und da jetzt auch irgendwo dann der Zugzwang ist, dass er aufgrund des Rebel Masters irgendwo das Spiel jetzt auch beenden muss. Ja, sonst macht halt der Rebelmeister Probleme oder du musst halt einfach anfangen zu blocken, was du halt eigentlich auch nicht willst. Ja. Weil du kannst mit dem Symbioten zwar blocken, ohne Schaden zu kriegen wirklich, aber das delayt dich trotzdem immer noch ganz schön. Ja, Visionary. Und Draw. Jetzt ist halt wieder das Problem, du selber, du als Moonspieler millst halt auf eine Hand, die okay ist gegen Elfen. Und jetzt hat, genau jetzt ist der Punkt, du hast, er hat den Allosaurus Shepard nicht. Wo die Chalice gut gewesen wäre. Mhm. Ja, das heißt also quasi, du musst dann als Mondspieler jetzt auch einfach das Glück haben, die richtigen Hate-Pieces im richtigen Moment zu haben, die dann gerade genau das treffen, was der... Das ist im Endeffekt einfach nur noch ein Gamble. Ich meine, da haben wir dann noch ein Quirion auf der Hand, Länder. Ja. Das ist jetzt nicht so viel, was er jetzt hat. Hm. Ja, okay, jetzt kann man auch einfach den Turn abgeben mit der Hand als Elfenspieler und sagen, End of Turn, bounce ich mir den Visionary und ziehe eine Extra-Karte nächsten Zug. Ja, passiert genauso. Dann mal schauen, was da kommt. Da ist eine Chalice. Ist halt die Frage, ob die jetzt überhaupt noch großartig was bringt. Oder auf Chalice auf 2 würde halt jetzt den Draw vom... Das ist aber nur auf 1, okay. Kannst dir... Da ist halt die Frage, ob man Chalice auf 1 oder Chalice auf 2 spielt. Das ist noch ein gecasteter Spirit Guide. Das muss man mal Zugzwang bringen. Da ist jetzt so aus der Perspektive halt auch die Frage, ob man mit dem Rebel Master angreifen muss, aber den Tod blocken, dann opfert man... Zwei Kreaturen als Elfenspieler ist ja auch nicht so das Geilste. Ja, versuchst du lieber das Spiel zu beenden, denke ich. Ja. Mit hier 4 Mana von der Cradle, 5. Genau. Landdrop sind 6 Mana. Das ist schon eine Menge Mana, gerade für die Elfen. Also für Elfen. Ja, Dryad gedroppt. Jetzt hat er 5 Mana. Hätte in der Theorie vorher noch den Visionary spielen können.
Die betreut toppst du nicht, Kollege. Genau, das wird genau, dann müssen wir nicht. Toppen. Toppen. Ja, Land hat er schon gespielt. Ja, Kraterhof und dann hat sich dort auch gegessen. Da wäre die Chalice auch 2 auch ja, komplett irrelevant gewesen, ja, tatsächlich. Wenn der den Kraterhof zieht und das Mana hat, macht er allerdings. Ja, das ist krass. Ja, dann ja, würde ich mal gut sagen, wir sehen uns oder hören uns wieder. Ja. Demnächst. Genau. I'll see you next time.